Ich möchte nun einen Punkt auf einer kreisförmigen Linie animieren. Ich habe mir zunächst mal hier einen Kreis gezeichnet. Es gibt ja hier in GeoGebra 3D drei Varianten, wie ich das Ganze machen kann. Ich habe diese hier verwendet, damit ich den Mittelpunkt gleich habe. Denn für die Idee, die ich jetzt hier nutze, brauche ich eben den Mittelpunkt. Leider ist es noch nicht möglich, dass ich den Mittelpunkt aus vorhandenem Kreis bestimme. Von daher ist eben diese Variante die einfachste. Zunächst mal in GeoGebra 2D geht ja die Animation auf einer kreisförmigen Linie ganz einfach. Ich setze einfach einen Punkt als Gleiter auf einen Kreis und kann ihn dann per Rechtsklick animieren lassen. Hier im Indexmenü die Animation einschalten. Das geht hier leider nicht. Also muss ich das Ganze von Hand machen. Dazu gehe ich folgendermaßen vor. Ich habe jetzt den Mittelpunkt A und den Kreispunkt D und zeichne vom Mittelpunkt aus einen Vektor zu diesem Kreispunkt hin. Nun hätte ich gerne einen senkrecht dazustehenden Vektor, der ebenfalls zu einem Kreispunkt hin zeigt, und diesen konstruiere ich mir mit Hilfe des Befehls senkrechte Ebene. Dazu klicke ich zuerst den Mittelpunkt und dann den Vektor an. Nun brauche ich noch die Schnittpunkte, beziehungsweise ich brauche natürlich nur einen Schnittpunkt davon. Und da ich die Ebene nicht mehr brauche und auch den zweiten Schnittpunkt nicht, tue ich sie verstecken. So, nun habe ich einen zweiten Vektor, der senkrecht zu meinem ersten steht. Die Rotation möchte ich mit einem Textbefehl festlegen. Dazu definiere ich einen Punkt D' und verwende Sinus und Cosinus. Da fehlt mir aber noch ein Schieberegler dazu. Deshalb muss ich vorher noch den Schieberegler anlegen. Ich verwende hier einen Winkelschieberegler. Den Rest kann ich so lassen. Und jetzt verwende ich die beiden Vektoren. Das war ja hier der Vektor V, ne, ja, das ist der Vektor V und das ist der Vektor W. Und folgendermaßen kann ich dann den Punkt bewegen. So, und ich erhalte dann einen Punkt D', der mit dem Schieberegler tatsächlich auch auf einer Kreisbahn bewegt wird. Allerdings liegt er natürlich nicht auf meinem Kreis. Um zu verdeutlichen, was daran nicht richtig ist, schalte ich mal das Koordinatensystem an und lass mal den Punkt D' sich bewegen. Ja, wenn man das so von dieser Seite sieht und vielleicht auch noch mal hier, kann man vermuten, dass D' sich zwar auf einem Kreis bewegt, der so groß wie mein vorgegebener ist, nur ist der Mittelpunkt dieser Rotationsbewegung eben der Ursprung. Das heißt, es dreht sich eben nicht um A, wie es sein soll. Die Idee an sich ist also nicht schlecht gewesen für den Punkt D'. Ich muss nur den Punkt A als Mittelpunkt verwenden. Das heißt, ich verschiebe das Ganze einfach, indem ich hier vorne dran A plus ergänze. So, und jetzt liegt D' auch auf dem Kreis, und wenn ich die Animation einschalte, habe ich tatsächlich die Kreisbewegung. Diese Kreisbewegung findet zwar jetzt auf dem Kreis statt, aber es ist keine Animation auf dem Kreis selber. Der Kreis mit den Punkten bzw. den Vektoren, die dahin zeigen, ist also nur ein Hilfsmittel. Wenn ich jetzt meine ursprünglichen Objekte, wie zum Beispiel hier den Punkt A, der den Mittelpunkt festlegt, bewege, dann folgt die Bewegung des Punktes D' immer dem Kreis, egal wie er liegt. Ich muss also nur ein
Kreis mit Mittelpunkt und zumindest einem Punkt haben. Und dann kann ich mit Hilfe von zwei senkrecht zueinander stehenden Vektoren eine kreisförmige Animation festlegen.